Grüß mich dran, willkommen zu einer weiteren Ausgabe One-on-One. Ich fange mit einem Zitat an von meinem heutigen Gast. Nach 25 Jahren Eishockey-Spielen ist es nun an der Zeit, mich von diesem unglaublichen Sport zurückzuziehen und zu einem neuen Kapitel in meinem Leben überzugehen. Willkommen, Goalie-Legende. Darf man, muss man glaube ich so sagen, Florian Schelling. Danke. Hallo, Flo, willkommen im Studio. Danke. Der Satz ist dir manchmal schon vorgelesen worden. Das erste Mal. Das erste Mal. Oh. Welche Ehre. Ja. Es ist für viele überraschend gekommen. Ich nehme an, für dich nicht ganz. Nein, für mich ist es überhaupt nicht überraschend. Also, für mich ist es jetzt über die letzten paar Jahre immer wie mehr absehbar gewesen. Speziell auch nach meiner Knieverletzung, die ich im Vorjahr hatte, hatte ich sehr viel Zeit gehabt, zum Überlegen. Und wirklich eigentlich so ein bisschen zu schauen, ist es jetzt wirklich das, was ich jetzt noch mal 4 Jahre will machen oder nicht. Und es hat sich dann eben wie immer mehr abgebildet, dass ich das eigentlich nicht noch mal 4 Jahre möchte machen. Spürt man das in sich hin? Ja, bei mir ist es so weit. Ja, bei mir ist es jetzt wirklich so gewesen. Also ich habe auch die ganze letzte Saison habe ich immer wieder im Hinterkopf gehabt, dass das ziemlich sicher meine letzte Saison wird sein. Und das hat mich unglaublich motiviert, um nochmal wirklich eine super letzte Saison zu spielen. Aber als Goalie mit knapp 30 könntest du ja, also 4-5 Jahre, gute Jahre, hättest du eigentlich locker vor, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber man darf nicht vergessen, dass wir als Frauen keine Profi-Hockeyspieler sind. Und ich sage jetzt in meinem Alter, ich habe jetzt im Sommer gerade mein Masterstudium abgeschlossen und jetzt ist es an der Zeit, um mich in die Arbeitswelt zu übergeben. Und das ist natürlich dann extrem schwierig, wenn man nebendran noch auf diesem Niveau Hockey spielen will und dann auch noch eine gute Arbeit finden. Wenn wir ganz voran mit wie alt hast du angefangen? 3, 4 hast du angefangen Hockey spielen? Mit 4, ja. Und ich habe gelesen, dein Rücktritt, schreibe in deinem Rückblick, die Beinschoner waren dann zumal gefüllt mit Pferdehaar und du hast tatsächlich mit Training ausfallen, wo die Kälber einfach noch nicht so trocken waren und kleine Florence die nicht mögen tragen. Ist das so? Genau. Also, das sind halt ganz andere Zeiten gewesen dazumal. Eben die braunen Schoner, die ich dort bekommen habe. Und ich habe zusätzlich noch zu diesen braunen Schoner habe ich im Dolder angefangen Hockey zu spielen. Und dort, das ist offen. Wenn es geregnet hat oder wenn es gewindet hat, dann war auf dem Eis ist Wasser gewesen. Und dann, wenn ich halt mit der Schoner aufs Eis gegangen bin, dann hat es das Wasser gerade aufgesaugt. Und das ist dann extrem schwer geworden. Und dann natürlich dann später dann hat es auch angefangen zu stinken, weil das dann halt nicht mehr so gut rechnet. Draussen Hockey spielen, das kennen die Jungen. Das kennt man heute, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Doch, ich glaube schon an gewissen Orten gibt es immer noch. Mit Nebel über dem Eis und Wasser auf dem Eis. Nein, das gibt es sicher noch an gewissen Orten, wo es kein Stadion haben. Aber es kommt nicht mehr so oft vor. Ja. Mit 13 in eine A-Nationalmannschaft berufen zu werden, ist unglaublich früh. Hast du denn schon gewusst, was es eigentlich läutet? Oder hast du das Gefühl gehabt, jetzt mal einfach. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich den Anruf bekommen habe von der damaligen Nationalmannschaftstrainerin, von der Diane Michaud, habe ich gar noch nicht gewusst, dass es eine Frauen-Nationalmannschaft gibt. Also es ist wirklich... Du spielst bei den Herren. Genau, also für mich war es am Anfang immer, ja, ich will in die Nationalmannschaft kommen bei den Herren. Ich will auch an Olympische Spiele gehen bei den Herren und alles, weil ich habe das vorher gar nicht kennengelernt, dass es das auch in der Schweiz gibt für die Frauen. Ist es aber die Zeit gewesen, wo du zuerst mal bewusst wurde, wie gut du bist? Oder ist das vorher schon gut? Mir ist schon recht früh gesagt worden, dass ich ein Talent habe im Hockey. Ich habe mich dann auch in diesem Alter dann müssen entscheiden, ob ich weiter Golf spielen oder Eishockey spielen. Und weil mir eben auch im Golf gesagt worden ist, dass ich dort ein Talent habe. Und mir hat dann einfach das Hockeyspielen immer mehr Spass gemacht, weil ich halt dort mit einer Mannschaft unterwegs bin und das ganze Garderobenleben und alles. Es hat mir immer mehr Spass gemacht als Golf und habe mich dann eigentlich dort so fürs Hockey entschieden gehabt. Halt eben auch, weil ich selber dort das Gefühl hatte, doch, ich kann dort eigentlich mehr erreichen als im Golf. Also in meinem Unterbewusstsein habe ich wahrscheinlich dort schon gemerkt, dass ich im Hockey eine erfolgreichere Zukunft könnte ich haben als im Golf.
mit 2 Bronzemedaillen gross Anlässe. Ich kenne deine golferischen Qualitäten nicht. Ich würde sagen, sie sind exzellent. Aber wenn man schaut, wo die allerbesten Schweizer Golfer, die für unsere Landesverhältnisse unglaublich spielen, herarbeiten, ist, glaube ich, der richtige Entscheid. Ja, auf jeden Fall. Also es ist, das Golf-Business ist ein unglaublich Herz-Business und das sieht man auch an unseren Schweizer Golfspielerinnen und Spielern. Und darum, ich sage nicht, dass es im Frauenhockey einfacher ist. Also wir hatten dort auch einen extrem harten Weg hinter uns gehabt. Und es ist immer noch ein extrem harter Weg, wo auch jetzt noch die Jungen vor sich haben. Weil das Frauen-Eishockey ist bei weitem noch nicht dort, wo es sein sollte. Und das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, wo man folgen muss, wo nicht einfach ist. Nicht einfach ist so gewesen, als du 2008 in die USA bist übersiedelt für 5 Jahre. Heime, die Mami musste hinten nachkommen. Das Heime ist immer noch nicht verschwunden. Und im Nachhinein sagst du aber, es waren deine schönsten 5 Jahre gewesen, mitunter in deinem Leben. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte einen ziemlich harten Start. Das hat mir überhaupt nicht so gefallen, wie ich das dann eigentlich erwarten kann. Ist halt, ich habe 18, 19 Jahre in der Schweiz gelebt. Und die Schweiz ist ein unglaublich schönes Land. Das merkt man dann einmal erst, wenn man ins Ausland geht und dann eigentlich merkt, was man alles hat, wenn man in der Schweiz ist oder was man dann halt nicht hat, wenn man im Ausland ist. Und das ist mir am Anfang wirklich sehr, sehr hergefallen. Und dann, als ich dann aber das überwunden hatte, muss ich wirklich sagen, das ist... Es sind 5 absolut geniale Jahre. Und auch mit dem harten Anfang, den ich hatte, ich glaube, das hat mir extrem geholfen, mich als Person weiterzuentwickeln. Und Sachen mitzunehmen für später. Genau. Die erste von den beiden Bronzemedaillen war 2012, glaube ich, in der WM. Ja. Ist die aus dem Nichts rausgekommen? Ganz aus dem Nichts ist sie nicht gekommen, nein. Ich kann es jetzt so sagen, ich habe in meiner Karriere in der Nazi habe ich kontinuierliche Prozesse miterleben und dort war es wirklich so, dass wir sind mal abgestiegen und unter mir, also mit mir in der Nationalmannschaft, sind wir einmal abgestiegen und seitdem sind wir eigentlich immer in der Top-Klasse. Wir haben uns dann dort für das erste Mal für die Olympischen Spiele qualifizieren können. An den Olympischen Spielen haben wir in Turin sind wir 7. geworden, in Vancouver sind wir 5. geworden, in Sochi sind wir 3. geworden. Also es ist immer besser geworden. Und es war dann auch so gewesen, dass im 2008 an der Weltmeisterschaft in China sind wir zum ersten Mal in einem Bronzemedaillenspiel gewesen. Also es steht dann auch schon, wir haben meistens um den 5. Platz gekämpft und dort haben wir es dann eigentlich zum ersten Mal geschafft gehabt, in ein Bronzemedaillenspiel zu kommen und dort haben wir absolut keine Chance gehabt. Und das wiederum hat uns dann geholfen, um dann 4 Jahre später dann im 2012, wo wir wieder ins Bronzespiel gekommen sind, haben wir gewusst, wir haben schon gewisse Spielerinnen in dieser Mannschaft, die die Erfahrung schon mal gemacht haben, von in einem Bronzemedaillenspiel zu spielen. Und das wiederum, dass wir dort gewonnen haben, hat leitet dann auch zu Sochi über, dass wir dann dort wieder das können bestätigen können, das mal auf... Man weiss, wie es geht, genau, oder? Zu bestehen. Genau. Aus Sochi... Also du siehst, es ist kontinuierlich aufwärts gegangen. Dann gibt es 2 Schlüsselmomente mit Olympischen Spielen, die ich für mich daraus nehme. Sochi, hast du nämlich zuerst mal gedacht, so, jetzt könnte ich aufhören. Oder? Hast aber nicht gefunden, es ist aber gleich noch cool, das Ganze nochmal zu erleben. Bist dann auf Schweden, hast dort wieder eine neue Herausforderung gesucht, die nicht ist mit Titeln belohnt wurde, aber die, glaube ich, okay war. Ja, in Schweden, ich habe 3 fantastische Jahre auch in Schweden verbracht. Ich habe jetzt, wenn ich es nicht neben dem Hockey anschaue, ich konnte dort ein Jahr lang arbeiten. Ich konnte dann dort 2 Jahre lang mein Masterstudium absolvieren. Und das alles gleichzeitig, um also nebendran noch professionell Hockey zu spielen. Und in Schweden sind die Voraussetzungen einfach unglaublich gut. Also wir haben dort als Frauenmannschaft haben wir jeden Tag Training. Man hat 2 bis 3 Spiele in der Woche. Und es ist alles immer also sehr professionell organisiert. Und das ist dann natürlich für mich dann wieder schön gewesen, um in so eine Liga zu kommen, nachdem ich eben so fantastische Jahre in den USA hatte und dann zurück in die Schweiz gekommen bin. Und in der Schweiz ist es halt da einfach ist noch nicht so weit. Mhm. Und Pyeongchang, wo er eigentlich hat man ja die Stege kontinuierlich eben weiter rauf. Und dann sind die Russen gekommen, die einfach eine Nummer zu gross waren. Ist dir dann in Pyeongchang klar gewesen, so,
jetzt ist es wirklich so. Definitiv. Oder bist du während der Saison so sicher gewesen, dass die letzte Saison? Hat er das noch davon gegeben? Nein, ich bin mir dort schon ziemlich sicher gewesen. Also ich habe natürlich mein Bestes gegeben. Wir haben als Mannschaft unser Bestes gegeben. Und die Russinnen, das hast du denen angemerkt, die haben jetzt einfach Revanche wollen von Sochi. Und dort, ich glaube, wir, ja, absolut, absolut. Und ich glaube, wir hätten dort können tun und machen, was wir hätten wollen. Ich glaube, das Spiel, dass wir das in irgendeiner Art und Weise gewonnen hätten, das ist zu dem Stand dort einfach nicht möglich gewesen. Darum, das hat jetzt überhaupt nicht meine Entscheidung beeinflusst. Klar wäre es schön gewesen, nochmal mit einer Chance auf eine Medaille können, meine Karriere zu beenden. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass wir, so wie wir in Pyeongchang gespielt haben, speziell in den Gruppenspielen, das ist absolut genial gewesen. Und ich glaube, dort haben wir können zeigen, was wir können, wie wir uns weiterentwickelt haben. Und was ist jetzt im Leben von Flora Schelling? Ausschlafen, so in den Tag hineinleben? Du bist Assistenztrainerin neu von der U18 Damen-Nationalmannschaft. Das ist sicher ein neuer Job. Und, ja. Und beruflich, was machst du? Ich habe ein Praktikum angefangen bei Ernst & Young in der Beratung. Und bin jetzt eigentlich seit eineinhalb Monaten dort angestellt und habe eigentlich jetzt ein Büroleben. Also aber auch wieder ein Neustart. Also wieder musst du neu beweisen, wie du in eine neue Mannschaft kommst. Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich habe dort angefangen. Und was ich kann, ist natürlich mein akademischer Hintergrund, wo ich jetzt eben gerade mein Master abgeschlossen habe. Und das ist das, was jetzt zählt. Da kann ich mit meiner Hockey-Karriere mir nichts kaufen damit. Kannst du Medaille mitnehmen. Es imponiert, aber es bringt dir nichts. Genau. Und das gefällt dir. Ja, das ist jetzt halt im Anfangsstatus. Ich muss mich halt wirklich daran gewöhnen. Es ist etwas ganz anderes. Einfach den ganzen Tag im Büro sitzen. Also ich habe das vorher auch schon gemacht, als ich gearbeitet habe zwischen meinem Studium und während meinem Studium. Aber jetzt halt wirklich wissen, dass es eigentlich jetzt nur noch das ist, von morgen bis am Abend, ist schon noch eine rechte Umstellung. Ich habe ein paar Sätze angefangen, Florence, wo ich dich bitte, die zu beenden. Am meisten am Hockey fällt mir? Das Garderobenleben. Schmecker von der Ausrüstung auch, oder nicht? Nein, das nicht. Das Schönste an meinem neuen Leben ist? Freie Abende zu haben. Meine grösste Enttäuschung in der Karriere war? Ich sage jetzt, dass wir nicht schwedischer Meister geworden sind letztes Jahr. Also die Saison. Ihre letzte Saison. Stolz bin ich auf? Eigentlich meine ganze Hockey-Karriere. Das Amt für A-Nazi-Trainerin wird ich wann übernehmen? Das ist ein Vorzeichnet. Ja, die Frage, das tue ich nicht beantworten. Ich sage nur, ich will jetzt zuerst einmal einen guten Job machen als Assistenztrainerin von U18. Und nach meiner Karriere jetzt wird mein Golf-Handicap sinken. Ich hoffe, dass ich eines Tages mal ein Single-Handicap wird haben. Nächstes Ziel. Nächstes sportliche Ziel. Wäre cool, ja. Und wer weiss, wie ehrgeizig das Flora Schelling ist, bin ich garantiert sicher, dass wir das irgendwann mal hier im Studio besprechen können. Flora, merci vielmals für den Besuch. Alles danke Gute vielmals. Im neuen Büroleben. 7-5 nehme ich an, oder wie wir das so machen. Herzlichen Dank, bist du da gewesen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Merci vielmals euch für das Interesse. Das war mit dem One-on-One. Mehr von uns selbstverständlich auf sportalhd.com. Viel Vergnügen, bis zum nächsten Mal. Ciao.